Munition wieder auf die Fresse. Oh, Leute, dreier Goblin Roll direkt. Da habe ich keine andere Möglichkeit. Kurz Webcam aus. Die Webcam. So, die sieht Dwarf schon Sniper wahrscheinlich. Ne, er hat schon mal den ersten Goblin auch. Oh Gott, hört doch auf, alle Goblins zu stellen. Oh, warte mal, Blend ist dabei? Hä? Ist Blend so nachgejoint einfach gerade? Oder oh, Blend ist bis auf 5, Alter. Blend ist ja wieder richtig am Auto-Chest zocken, oder wie? Ist Blend wieder richtig im Auto-Chest zocken hier etwa? Bischof 5 oder hat er einfach 5 Runden und wurde so eingerankt? Warte, ich auch. Das ist eh der Beste mit dem großen und kleinen Auge, ist eh der Beste von allen. Junge, die Goblins haben echt Bock. Why you? Schon 4 Tinkers. Tinker, more Tinker. Hab nur 3-4 Runden gemacht, lief gut. Hey, du musst mindestens 5 Runden gemacht haben, um reingerankt zu werden. Oder warst du schon eingerankt und hast jetzt quasi nochmal so ein paar Runden gespielt, die einfach gut liefen? Meinst du es so? Ich bin nur Goblins drin, das ist so safe. Ein Goblins-Spiel, dass ich gar nichts anderes mitnehmen muss hier noch. Das ist ein eindeutiger 100% Call. Der eindeutige 100% Call. Immer auf 10 Gold auch. Ist doch nicht schlecht. Blinker, more Blinker. Jetzt noch Kaya, Alter, dann habe ich die Tinker-Action at its best. Einer hat es mit uns gemacht, okay, und dann nochmal 4 privat in dem Fall. Oh Gott, ich hasse es, wenn ich mich selber auf einmal hier höre. Mongolien, Jump irgendwas. Hab 3 Max, Blenderich, hör doch auf mit so einem Quatsch. Hör doch auf, mich zu committen. Boah, Kaymoots sind aber auch in Ordnung. Da hab ich ja quasi Instant Ult auf ihm drauf fast schon. Ach man, wieso kommen jetzt zweimal Kackrolls? Ich könnte durchdrehen, wirklich. Ich könnte schon wieder komplett ausrasten. Selbst der hat noch Max auf der Bank. Oh Gott, der spielt ja auch Max. Wieso spielt denn das jeder, Mann? Kloster, was soll die Scheiße hier? Weißt du, was auch ungünstig ist? Ein Mückenstich am Handgelenk, weil man sich ein Studium aussuchen muss, bei dem man im Sommer ständig... Was ist denn Feldexkursionen macht? Was ist das? Ich kenne das nicht mal. Was sind Feldexkursionen? Habe ich noch nie in meinem Leben gehört, sage ich. Warte mal. Ach, Feldexkursion! Oh Gott! Ist das scheiße schon wieder? Oh Gottes Willen. Feldexkursionen. Ich habe Feldexkursionen so gelesen. Junge. Ich hab's gegoogelt, da kam direkt Waldexkursion, da habe ich gecheckt, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, ich würde sterben bei meinen ganzen Allergien. Ich habe immerhin auch die Max jetzt. Aber das Mana ist trotzdem zu langsam voll, sage ich. Ich hätte locker 2-3 Mal ulten können, wenn das... Es hat einen Zentimeter gefehlt, dass es voll war eine Zeit lang und dann musste er das selber sich aufbauen mit den 500 Jahren. Vielleicht ist der Blinker gar nicht so gut. Aber wenn der noch viel Leben hätte, würde er es sogar machen, glaube ich. Aber er hat zu wenig Leben, er wird schon irgendwann sterben dann. Aber er hat lange durchgehalten. Vielleicht echt eine Runde voll mit dem Max, ist doch ätzend. Ja komm, also du musst ja wirklich akzeptieren, Blend. Ich muss mal Blend gucken. Ja danke, Blend. Muss der B-Zom das noch einsehen. Wieso geht Dizzy Dwarf eigentlich nicht auf Chirodrop? Was soll die Scheiße? Das enttäuscht mich ja komplett. Wieso muss jeder noch irgendwelche Max kaufen, obwohl das keiner richtig spielt? Ich habe die am besten gezogen. Das ist dieses typische, wo sich dem TSG mal aufregt, wenn irgendwer anderes auch Goblin spielt, obwohl er schlechter zieht. Alle auf den Tank einschlagen.
die Rockets machen das. Fliegt das nochmal weg, dann stirbt er endgültig. Und die Frage ist, ob er genug Schaden. Oh, der Hit war noch, der Hit war sogar schon in der Animation drin. Crazy. Dr. Klinker. Ich muss unbedingt Autokombinationen machen, das ist ja übernervig. Dex, are you ready for shenanigans? Are you ready for shenanigans? Ich bin nach vorne. Ich glaube, ich mach's so. Zweimal, ich mach Tinker auf 3 einfach. Ohne Level abzugehen, sage ich. Ohne Schwingblätter vorzuhaben, ohne Dismiss. Ich zieh den einfach schon vorher hoch. Das ist mein Call. Waiting for you. Call I'm sick. Call I'm angry. Ey, das ist safe. Ne, Crystal Cat ist zu jung dafür. Ich sag, das ist so ein Crystal Cat Lied, was sie früher gehört hat. Kennt jemand das Lied hier? Wie hießen die Band? Ich spreche die bestimmt falsch aus. Second Hand Serenade oder so. Second. Ich kann mir die ausspricht. Und das Lied hieß Your Call. Das war ein geiles Lied damals. Ich kann es ja nicht abspielen. Ich habe keine Rechte an diesem wunderbaren Song. Aber ich kopiere es euch mal rein, damit ihr wisst, welches ich meine. Vielleicht kennt es noch irgendjemand. Aber ich weiß nicht, ob das damals nur ich gehört habe, oder das andere, ob die Band überhaupt bekannt war. Ich habe das damals gefeiert, dieses Lied. Ich habe das immer gehört, wenn ich so Liebeskummer hatte oder so. Also wenn ihr wissen wollt, welches Lied ich gehört habe, als ich Liebeskummer hatte, dann fasse ich das Lied an. Oder wenn ich verliebt war, glaube ich auch. Ich weiß es gar nicht. So bei so Liebesthemen. Jeder hatte doch so seine Phase, wo er irgendwelche traurigen oder romantischen Lieder gehört hat. Das war so mein Lied. Das alles verkauft ohne 3 für mich, natürlich für mich, mein Schatz. Oh Gott, Junge, ich bekomme das nicht in 5 Wörter gefasst. Danke dir, Blend, auf jeden Fall, mein Schatzi. Die ganze Kleidung stinkt nach Insektenschutz. Ah, das wäre auch nichts für mich. There's a price on all. Enchanted, I'm sure. Funktioniert nicht, sonst hätte ich so keinen Mückenstich am Handgelenk, finde ich gut. Oh, Lost Art, mein Dream. Ich will auch mal wieder ein Earthbuild spielen. Aber schön nach Rinto Schamanen switchen, beziehungsweise der bei Earthbuild 3 ist auch einfach geil mit den rollenden Teilen. Der hat zumindest den coolsten optischen Effekt, finde ich immer. Ich will schon einfach nochmal kommen, ich will das Gold haben. Waiting for your call. I am sick. I'm angry. So, ich dürfte. Kann ich mir das leisten? Ich darf auf 34 runterdroppen. The battlefield is merely a canvas. Ja, kann ich mir leisten. Waiting for my brush. Und nochmal Tinker. Also Tinker kommt ganz schnell fertig. Wenn jetzt nicht nachher, wenn ich Pech habe und der kommt nachher gar nicht mehr, weil scheiße, aber normalerweise mir fehlen 2 Tinkers. Der müsste echt schnell am Schlüssel sein. Ich will Shrink Ray und Notfallplan wäre Rambling Fate Bender, wäre Notfallplan. Oder Contract auf Early halt schon. Ja, weiß ich nicht, Contract nicht lohnt. Oh, ist das alles scheiße. Dann kann ich vielleicht den Tinker fertig machen und den Level 2er Timbersaw damit. Dann habe ich mich ein bisschen schneller stärker und habe mehr Macrolls dann auch. Aber es hat teurer auch. Im Zweifel, wenn ich halt noch was hochziehe, wäre das vielleicht noch ein Macroll. Aber ich habe echt den fertig gezogen, so jetzt sogar. Ich habe ihn echt so fertig gezogen in Runden, so early, so fertig gezogen. Das ist crazy. Das ist crazy. Ohne 11 hatte ich den, glaube ich, nicht oft. Ohne Schwinkel auch noch. Und ohne Ayo, ich habe ja keinen gezogen gehabt. Ich hätte gerne einen Ayo für Timbersaw oder einfach so Timbersaw, wäre natürlich genauso möglich. Ohne 11 ist die, ja, vor allem die Items sind auf ihm auch echt gut.
Ich habe genau Items für Tinker mitgenommen. Ich lösche jetzt hier aber nichts mehr, sehe ich jetzt nicht mehr ein. Oh, da ist Timber so, so, das ist gut. Ja, guck mal, jetzt sind wir stark. Jetzt können wir unser Leben chillen. Vielleicht hätten wir Winning Streak Relic lieber mitnehmen sollen. Hätte ich gewusst, dass ich jetzt nochmal gewinne, dass ich dann alles hochziehe. Ich glaube, ich eher das Winning Streak als statt das Io-Ding mitzunehmen. Ich dachte mir, ich ziehe ihn halt nicht hoch ohne Io so schnell. Konnte man nicht wissen. Aber keine Zecken, Mücken sind mir da auch irgendwie egal. Nur mit Zecken habe ich große. Zecken finde ich auch eklig, das Gefühl. Zecken ist auch immer das, wo du es. Wobei, ich hatte in Vietnam hatte ich Angst, weil in Vietnam kannst du ja auch von so Mückenstichen und so, glaube ich, voll hier krank werden, oder? Also in Deutschland hast du ja nicht so viele Krankheiten. Ich glaube nicht großartig Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden. Aber in so im asiatischen, afrikanischen Ländern hast du viel mehr Krankheiten, die von so Moskitos übertragen werden, so Malaria und so Zeugs. Gibt es immer so Reisewarnungen und so. Das in Deutschland gibt es, glaube ich, gar nicht. Oder wenig. Ob gar nicht, weiß ich nicht. Junge, die kann man anziehen, dann ploppen die so lustig. Als Biologen fühle ich mich verpflichtet zu sagen, dass das nicht okay ist. Man so, aber persönlich, lol, kann man machen. Wirklich die Viecher. Boah, also ich finde alle Tiere. Ich bin ein sehr tierlieber Mensch auch, würde ich sagen. Ja, wobei ich bin jetzt kein Vegetarier und Veganer, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin trotzdem, würde ich sagen, recht tierlieber. Also ich mag Tiere auch, ich mag Hunde, ich mag Katzen, finde ich cool. Und auch andere Tiere. Aber so wirklich so, was im Bereich von Mücken und Zecken und sowas ist, finde ich die einfach nur abscheulich. Und dann habe ich auch wirklich kein Mitleid, wenn die mich gerade stechen und mein Blut aussaugen wollen, wenn ich die dann wegklatscht, habe ich auch null Mitleid mit den Viechern, ganz ehrlich. Wenn ich eine Zecke rausziehe, irgendwie, die ich dann platt dreht, vielleicht noch, habe ich auch kein Mitleid. Weil die haben mich angegriffen, das ist was anderes, das ist auch der natürliche Lauf. Jedes andere Tier wird sich auch verteidigen. Wenn ich angegriffen werde, habe ich kein Mitleid. Oh, Patrick ist auch am Start. Wann ist Patrick denn reingekommen? Habe ich vorher schon Hallo gesagt? Warte mal. Er hat einfach nur random jetzt angefangen zu schreiben, oder? Moin, Patrick. Ich glaube, er hat nicht vorher Hallo geschrieben, wenn ich jetzt nicht komplett lost bin. Io ist ja auch noch keins gekommen, aber ich habe eigentlich gar keinen Platz für Io auch. Okay, nächste Runde stelle ich dann ihn mit dazu noch. Passt, okay, aber jetzt sage ich Hallo, Patrick. Als ich mit einer Lupe einen Tannenzapfen anzünden wollte und daher versehentlich eine Ameise gekillt habe. Kindheitstrauma bei Patrick, Alter, geil. Ach, ich mag Patrick. Patrick ist irgendwie witzig, ich weiß nicht. Und ich sehe in Patrick zu mir, sehe ich immer so viele Parallelen bei Patrick und mir, ich weiß es nicht. Ich sehe so viele Parallelen immer. Die arme Ameise. Sind die angeknackst, wenn man die rauszieht? Also wenn man eine Zecke rauszieht, wenn man, also es gibt ja auch so Zeckenkarten, habe ich mir erst Hilfe kurz, habe ich mir geholt auch, habe ich gelernt, wo man die so rausziehen kann mit so Zeckenkarten, wo man an der Hand anlehnt, da mit Zecke drauf und dann quasi an den, nicht Fühlern, wie heißt denn das, an den Dingern auf jeden Fall rauszieht. Aber sind die danach so am Arsch oder kann man die so rausziehen, dass die Zangen nicht beschädigt werden oder sind die danach schon eigentlich halb am Arsch dann, wenn man die rausgezogen hat erstmal? Beißwerkzeugen, genau, richtig, an den Beißwerkzeugen, das kann man so nennen. Aber ich weiß nicht, ob die danach Stress haben. Die ganzen Mücken, die aus dem Süden kommen, bringen die tollen Krankheiten mit. Ja, das könnte noch ätzend werden, die nächsten Jahre, glaube ich, die nächsten Jahrzehnte. Also mit Safe wird so ein Thema auch noch bei uns kommen. Irgendwie, ja, die und die Krankheit ist zu uns rübergeschwappt. Die Mückenart und so. Oder gibt es jetzt vielleicht teilweise schon, ich bin da nicht ganz up to date. Ja, mit einer Pinzette ist was anderes, das kann ich mir vorstellen, weil dazu drückst du die ja vielleicht so ein bisschen so auch oder sicherlich zurückziehen. Also im Zweifel finde ich dann auch, aber auch wenn ich kein Mitleid mit den Dingern habe, finde ich im Zweifel auch dann komplett die Dinger wegmachen besser, als wenn die dann so qualvoll irgendwie sterben. Ich habe trotzdem Hass auf die, nicht falsch verstehen. Wie ich weiß, vorne im Kopf.
Jetzt hier nochmal groß, ich will jetzt nicht meine... Ich will jetzt nichts löschen müssen gleich. Lass nicht viel drücken, weil du sonst deren Speichen in deinem Blutkreislauf drückst. Was haben die denn erzählt? Ich glaube, die haben aber erzählt, falls man den rausreißt und der Kopf drin bleibt, ist es nicht ganz so schlimm, weil das meiste Gift irgendwie im Körper ist. Oder generell, dass wenn der... Also ich weiß nicht, ob das jetzt... Das hat zumindest die erste Hilfe... Also die erste Hilfefrau uns erklärt, die sollte sich damit ja auskennen. Die hat irgendwie auch gemeint, dass... Anscheinend das gar nicht so schnell reinkommt, irgendwie dieses Gift in den Körper normalerweise. Also wenn man die relativ schnell rauszieht, so eine Zecke, dass da eigentlich... Und die Krankheit, dass da nicht viel passieren sollte eigentlich. Und diese Krankheitserreger, dass die eher weiter hinten im Körper sind. Und wenn man den rauszieht, dann aus Versehen der Kopf erstmal hängen bleibt, wäre das auch nicht so schlimm, weil man den Körper schon mal weg hat. Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Ja, man soll die ganz rausziehen. Ja, das ist mir schon klar, dass man die trotzdem ganz rausziehen soll. Aber irgendwas hat die Erste-Hilfe-Frau da erklärt. Und das hat, klang plausibel. Ich hab's schon, guck mal, der Kurs war vor 1,5 Monaten oder so. Ich habe alles schon wieder vergessen. Aber es klang damals plausibel für mich, was die erklärt hat. Und hat mich ein bisschen beruhigt, was Zecken angeht. Ich habe noch keinen einzigen IO gesehen, ich bleib dabei. Oh, okay, jetzt müssen wir nachher dann aber richtig gut rollen. Weil den Alchemist werde ich safe halten. Im Zweifel lösche ich halt dann einfach den ganz eigentlich den Bounty Hunter, wenn ich keinen Platz habe. Aber vielleicht ziehen wir auch irgendwann mal ein IO von den 5000 IOs, die wir drin haben müssten. Überleg mal, wenn ich Ding mitgenommen hätte, einfach Shiros Reise. Hätte ich gewusst, dass es so gut läuft. Am liebsten würde ich ein IO für Timberson nehmen gleich. Ja, macht euch ready, gleich werden auf jeden Fall die Bounties gelöscht. 100%. Ich kann jetzt auch nicht jeden Tag eine Zecke. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe nie eine Zecke gehabt, aber stimmt gar nicht. Als Kind hatte ich safe öfter meine Zecke. Ich kann mich jetzt keine Zecke. Oder ich hatte als Kind meine Zecke bestimmt. Ich kann mich auch ein bisschen daran erinnern, so im Kopf, dass sie mal rausgemacht worden ist von meinen Eltern. Also ich hatte safe schon Zecken als Kind, aber jetzt als Erwachsener hatte ich. Gut, ich bin aber nicht viel draußen. Vor allem jetzt nicht im Wald oder in hohen Wiesen. Ich habe Angst, wenn ich in hohem Gras rumlaufe, dass da Pokémon mich angreifen. Aber seit ich Erwachsener bin, hatte ich keine Zecke mehr. Da seht ihr, wie wenig ich draußen war. Also ich war viel so am See bei uns laufen. Wir haben ja Bodensee direkt in so einen Städten, aber ich war jetzt wenig in der Natur. So Natur war ich wenig. Da ist wenigstens mal ein Io. Ja, jetzt kommen die Ios an, Alter. The battlefield is merely a canvas waiting for my There's a price on all their heads. I'm Rizrak. Don't touch me. That one looks angry. I am the new Mark II Rattletap. Just kidding. Muss ich einen leider löschen. Okay, aber es war nicht schlimm, weil der wird nachher eh gelöscht irgendwann. Das bei denen noch. Ist kein Gift, ja, oder die Krankheitserreger. Aber ja, bei unten bleiben die auch dauernd die Köpfe stecken und das passiert nichts. Allgemein ist die Chance eh sehr gering, dass du dir was holst, wenn du nicht in bestimmten Hochrisikogebieten lebst. Ein Foto fürs Lehrbuch hat dein Vater so eine schöne Zecke gehabt, das ist krass. Ah, das ist crazy. Ehrlich, ich werde den 100 Jahren sonst nicht mehr ziehen. Es kostet zwar ein bisschen Gold, aber im Optimalfall bekomme ich eine fertig, nehme die andere dann das andere dann Io. Also ein bisschen was gekostet, aber na, sonst chill ich ewig mit einem davon auf Level 2 rum. Runde 19, zwei Echo weg, aber wir haben, ne, jetzt hat sich auch Io, wir haben Winning Streak und haben 5 Level 3er, das ist echt gut. Das können wir erfolgreich zweiter oder dritter werden mit Goblins. Und wir haben schon alles ready, müssen nur 2 Level schaffen, dann hätten wir Full Goblin. Also vielleicht. Weil es dauert eine Weile, bis ich das Gold dafür hoch habe. Aber sobald ich es habe, ich würde erstmal auf 0 Gold wieder runtergehen und All-In gehen darauf. Ja, entweder wären es die Magic, sieht sogar gut, auch wenn ich 2 Bankplätze habe. Ich könnte sogar nur einen Bankplatz belegen. Ich könnte einmal schon ein Level abgehen dann gleich. Wenn man nur einen Bankplatz belegt. Oder wir bekommen die Karte, die gut wäre. Oder wir bekommen March of the Beast. Es gibt Vogel, es gibt echt viele gute Sachen. Also ich werde auf jeden Fall irgendwas nehmen. Das Schlechteste wäre, wenn ihr jetzt
Shroud kommt, Shrinkray und Contract. Aber alles andere kann ich gebrauchen. Ja, nee, und Mango Tree ist auch nicht gut. Das Schlechteste wäre Shrinkray, Shroud und Mango Tree wäre das Schlechteste. Bei Contract würde ich halt auch nur wenig Gold bekommen, weil die echt nicht so viel wert sind. Spielt irgendwer die Sachen? Gut, hier würde ich was rausnehmen für die zwei Wizards ein bisschen. Aber es gibt so viele andere bessere Sachen. Na, nee, das lohnt sich nicht wirklich. Aber ich würde nur random machen, falls wirklich Mango Tree, Shrinkray und Shroud kommt. Und Contract würde ich auch randomisen, glaube ich. Aber irgendwas von der anderen wird schon kommen. Ich hoffe auf Shios Reise oder auf mehr Gegner oder auf die Karte oder auf Contract. Ah, es gibt echt viele gute Sachen, da wird schon irgendwas bei sein jetzt. Okay, zwei scheiß Sachen, dann nehme ich einfach mehr Gegner. Ich glaube, dann nehme ich einfach die doppelten Gegner. Mehr Items für später. Da sehe ich mich ja. Beim Bund ein paar. Auch manchmal denke ich mir, ich wäre gerne beim Bund gewesen. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist eine krasse Erfahrung. Aber ich glaube, ich wäre untergegangen komplett. Ich wäre eh nicht genommen worden. Hab zu viele Krankheitsthemen bei mir. Aber irgendwo hätte ich die. Ich hätte die Erfahrung gerne so im Kopf drin, aber ohne dass ich die Anstrengung wirklich hätte erleben müssen. Was natürlich überanstrengend ist, was ich da auch immer in Dokus sehe über den Bund und dann diese, wo die dann so marschieren müssen, dann solche so Trainings machen müssen und dann so gedrillt werden, da hätte ich null Bock drauf. Mein Vater hatte Probleme mit der Einstichstelle danach, das ist krass. An meinem Rücken, da hat die Mutter eines Freundes versucht, die wegzumachen. Mein Kopf ist stecken geblieben und der Arzt hat dann großzügig mit einem Skalpell rausgeschnitten und genäht. Wie macht das jeder Arzt anders? Oh, genäht ist krass. Die nächste Runde, weil ich halt noch eine Runde habe, dann kann ich doppelt All-In gehen. Und dann habe ich die Goblins direkt drin, weil ein Level-Up bringt mir jetzt eh nicht so viel. Maximal sogar die Crystal Maiden. Aber ich muss dafür 12 Gold ausgeben. Na, ich gehe lieber nächste Runde doppelt Level, aber ich werde schon nicht verlieren damit. Ach man, dieser scheiß Chat. Lieber so. Jetzt habe ich gerade den. Jetzt habe ich es gerade gemacht. Wer macht denn das gerade? Rebuild der Legendary. Nee, naja. Wer war denn das jetzt? Steht denn das genau, wer das war? Ach, 1899 war das ja klar, dass er das war. Ich meine, ein bisschen rausgeschnitten, dann ist halt da drumherum halt, wo das vielleicht drin war, weg. Das ist vielleicht gar nicht so scheiße, ohne Witz. Verstehe ich blend den Punkt. Was ist denn T2, obwohl ich Allergiker bin? Ach so, beim Bund ist es irgendeine Stufe oder was? Ich habe gerade Tier 2, ich dachte gerade Tier 2, du hast irgendwie ein Item oder so bekommen, dachte ich gerade, redest du über irgendwas. Kaputte Beine hat etc. war ein Jahr, wo sie jeden nehmen wollten, aber ich habe eine Ausbildungsstelle und muss da nicht mehr hin. Ja, bei mir, ich glaube, ich war genau das Jahr oder das Jahr danach, wo es nicht mehr gab. So, also es gab schon noch Bund, aber es gab keinen, man musste nicht mehr so mäßig. Weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich schon. Wir hatten Runde 20, welches Relic genommen? Hä, was habe ich falsch gemacht denn? Habe ich einen Fehler gemacht? Weil beste Stufe ist Tier 2. Du kannst quasi alles machen, außer sowas wie Pilot und Scharfschütze. Scharfschütze wäre ich gern. Junge, ist das dumm eigentlich. Also im echten Leben ist es halt nicht. Aber ich habe in Halo damals war ich großer Scharfschützengewehrfreund. Es ist so random, gerade so sinnlos, das in diese Diskussion mit einzuwerfen. Aber meine Lieblingswaffe in Halo 3 war das Scharfschützengewehr. So, jetzt habe ich es gesagt. Die Halo-Geschichte wieder. Ja, Mann.
Ist das schlecht. Jetzt ist es raus. Okay, zweimal zu langsam für den Panzer. Ich hätte 2010 zum Bund gemusst, aber 2011, 2012 wurde entschieden, dass es freiwillig wird. Ja, okay, 2010 war ich halt 15. Dann habe ich es, ja gut, 2012 war ich dann 17. Dann war das auf jeden Fall kurz bevor ich so in das Alter gekommen wäre dazu. Ich weiß noch, ich habe so als Jugendlicher immer überlegt schon, was ich machen will, ob also welche, was für einen Freiwilligendienst so ich machen will, weil ich hatte doch keinen Bock auf Freiwilligendienst gehabt und dachte mir so, oh, ich muss irgendwas überlegen, weil ich will, ich, damals wollte ich nicht zum Bund. Dann hatte ich schon immer ein bisschen so überlegt, so als Kind, so was ich machen soll. Aber dann war das eher abgeschafft, aber das ist egal. Scharfschütze ist der größte Abfuck, auch wenn du auf Winden und im Dreck wieder stehst. Auf Winden und im Dreck liegst du auf, wieso auf Windeln? Also nimmt man dann Windeln mit, damit es nicht so hart ist, oder wieso auf Windeln? Na, Scharfschütze hört sich immer so cool an, finde ich, so als... Also vom Militär, finde ich, fühlt sich am coolsten an, weil du auch dann so entfernt, so in der, relativ in Sicherheit liegst, wobei wenn andere Scharfschützen vielleicht sind, ach, keine Ahnung. Das ist ja eh nicht cool, weil das ja alles ein echtes Leben ist. Und echtes Leben ist nie geil, wenn da irgendwie du rumballern musst oder so. Scharfschütze klingt... was? Scharfschützen klingt erstmal gut. Ja genau, ich will die Schafe beschützen. Keine Double Creeps Runde 30. Also weil ich das zu früh ausgewählt habe, oder wie meinst du? Kommt es echt Runde 30 nicht mehr? Ich glaube schon, oder? Na, ist egal, die geben eh kein Item. Ob ich da jetzt, da geht es dann halt um irgendwie in Runde 30 um 9 Gold, ist nicht so schlimm. Die Runde ist wichtig, wegen doppelt Item ist die wichtig. Ich hab einen richtig krassen Fehler gemacht. Aber hält das echt nicht bis Runde 30? Geht es quasi in Runde 30 quasi kaputt, genau. Wie gesagt, das ist jetzt eh nicht so wichtig. Da vertrage ich die Runde wenigstens nicht irgendwie auf irgendwelchen Gründen. Ich habe es eigentlich deswegen gemacht auch. Obviously, das ist ein Bait, ich nehme den Mecker mit. Das andere lasse ich mich gar nicht baiten, habe ich gar keinen Bock drauf. Och man, schon wieder Schamanen, Leute, überall am Start. Ich möchte das nicht. Ich hatte inzwischen mal ein Gold geholt. Nee. Ja, das eine ist leider unnötig jetzt. Die Maschkow-Mätneris. An anchor in his hand and he protects his homeland. Tagelang dort liegen, ohne dich zu bewegen, also die Hose machen. Ach so. Ja, aber das mache ich jetzt schon. Base-Position für mehrere Tage und darfst dich nicht verraten. Wie denkst du, machen die, machst du dein Geschäft? Aber kann man nicht so. Keine Ahnung. Kann man, also musst du, kannst echt nur liegen, du kannst nicht so ein bisschen zur Seite gehen. Deinen Schlängel raushalten, zur Seite pissen wenigstens. Ach, keine Ahnung. Ja, guck mal, aber das ist halt so eine Sache, da ist man, wenn man da nicht drin ist, wenn man halt null Ahnung hat, wenn man nur dieses romantisierte, sag ich mal, aus Videospielen kennt, was ist romantisierte, aber wenn man halt nur aus Videospielen sowas kennt und nicht selber beim Militär ist, obwohl ich mir ja viele Bundeswehr-Dokus so angeschaut habe, aber ich habe jetzt über Scharfschützen, habe ich keine Bund, ich habe halt ein paar Filme gesehen, wo halt dann es irgendwie um Scharfschützen ging, die ich mega interessant fand, aber gut, das war auch nur irgendwie so ein Typ, der war mega krass und hat alles, was war denn das für ein Film? Der hat irgendwie gegen so Terroristen oder so gekämpft und der war voll der krasse Scharfschütze, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Film das war. War das in Prison Break in der sechsten Staffel? Nee. Nee, das war nicht in Prison Break. Was war denn das für ein Film? Der hat gegen so Terroristen gekämpft. Gab es einen anderen, der auch ein guter Scharfschütze war bei den Terroristen oder bei den Bösen. Das war in Syrien oder so, glaube ich, der Film ist. Also, keine Ahnung, was es für ein Film war. American Sniper. Kann sein. Das war so ein krasser Scharfschütze. Der wurde auch gefeiert von allen, weil er so ein krasser Scharfschütze war. Oh ja, das ist es. Ja, American Sniper. Das ist okay, dankeschön. Das weiß ich. War richtig. Wahrscheinlich war das dann im Irak und nicht in Syrien. Aber das American Sniper war, den ich gemeint habe, ja. Den fand ich zum Beispiel mega cool, den Film irgendwie. Andere Stellen schaffst du, da ist es deutlich entspannter bei den Feldjägern zum Beispiel. Okay.
Ich weiß genau, wer mich im Late Game richtig zerstören wird. Weil er zumindest die Echo jetzt weg hat. Flo hat auch Schamanen. Sch Flo hat wirklich die Schamanen mit dem 3 Aufspirit gemacht. Wird auch nochmal spannend werden. Wenn die Leute wegrennen und nicht wieder zum Bund wollen. Oder warum brauchen die Scharfschützen? Verstehe gar nichts. Ja, ich meine doch nicht dich, Blend, Alter. Das war ein bisschen asozial gesagt, tut mir leid. Sorry, nee, alles gut. Ich counter ja auch Krieger mit meinem Team eigentlich ziemlich gut. Robins counter und eh Krieger. Aber dass du wieder Krieger spielst, finde ich trotzdem lustig. Also Respekt für dein Durchhaltevermögen, Blend. Das freut mich wirklich. Last Survivor, der zeigt das Thema Schauschüssen deutlicher. Mal kurz Bilder. Von 2021, wo gibt's den denn? Hallo Terence, moin moin. Ich zähle pauschal den COD Style 63 No-Scope. Nee. Im Halo kommt man auch No-Scope. In Halo kommt man aber nicht Quickscope, das ging in Halo nicht. Wichtige Randinfo an der Stelle. Zwei Warlock-Buff noch dazu. Netflix oder Amazon Prime hast du den gesehen. 20 Euro Paper kannst du dann schicken, für dass ich von Gobus weg bin und nicht den Gobus countern lasse. Ja, schicke ich auch. Ich hätte es auch einfach besser, muss man sagen. Und diese Dwarf macht mir Stress. Diese Dwarf ist noch was anderes gebaut. Trainee mit einem Sladder? Und Gott Zeugs. Fuck, wir sind in Runde 29. Jetzt ist das Ding komplett useless. Wenn ich jetzt Giros Reise bekomme, ist es komplett gewastet. Ich wollte unbedingt Giros Reise spielen. Falls ich dann halt gleich verliere, werde ich trotzdem 20 Gold oder so instant bekommen davon. Irgendwie ist meine Kamera zu weit auf der Seite. Wenn ich so sitze, wo ich gerade bin, ich fast abgeschnitten. Sonst habe ich wieder so 6 mit meinem T-Shirt da, tut mir leid. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, habe es aber vergessen jetzt. Irgend was wollte ich noch sagen. Hallo Jan, moin moin. Boah, ich hoffe, ich reiß die Runde was, Mann. Das wird nicht reichen. Letzte Runde war auch schon so. Ich hatte letzte Runde eine schöne Terror Battle Akir Runde gespielt eigentlich, aber ich bin damit Zweiter geworden. Die Runde wird mich wieder irgendein Schamanenteam töten. Ich werde wieder gegen irgendein Schamanenteam kassieren. Wahrscheinlich ging das von Kloster, das war tot. Wahrscheinlich ging das von TSG. Eigentlich brauche ich YouTube-Runden, ne? Keine Items, ich habe zu viele Items, die eigentlich gut sind. Die ganzen Mana-Sachen will ich halt hinten nicht verbauen, die will ich alle halten, ne? Auf den zwei Boys. Und da ist ein Darkseer, den will ich schon mitnehmen. Warte mal. Tschüss Patrick, ciao ciao, hab dich, hat die GDL und so, mein BF. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Arbeit ruft. Ja. Also eigentlich die Runde, ich werde ja auch nicht letzter werden. Ich werde, denke ich, denke Top 2. Für Top 2 sieht es sehr gut aus. Ob es für den Win reicht, weiß ich nicht, aber das war eine sehr coole Themenrunde auf dem Laber. Und das stimmt. Also man könnte es auch so als Runde trotzdem nehmen. Ist ja auch, viele gucken sich auch zum Einschlafen einfach an, um sich was anzuhören. Die können da nicht einschlafen, weil es so spannend ist, weil die selber beim Militär sind oder selber sich mit Zecken auskennen oder so. Aber du hast vollkommen recht. Kann man schon nehmen.
kann man schon mal machen. Wir werden so schnell wie möglich auch Ingen auf Level 10 gehen und Drainy wahrscheinlich stellen. Drainy fühle ich auch mehr die Runde als Warlock, weil ich habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen Damage. So Leute, ich bin kurz weg. So, wieder da. Ich meine, es gibt auch noch eine andere Option vielleicht. Was habe ich denn hier gedroppt bekommen? Also ich einige mich jetzt mit mir selber drauf, dass ich dabei bleibe bei den Items, dass ich davon nichts wegmachen werde, weil ich das zu gut finde. Das heißt, ich werde nur mit den Items arbeiten, die ich hier habe, dann gleich, um einen Legendary zu machen. Man könnte entweder einen OP Timbersaw noch versuchen. Oder andere Dinge. Boah, Schaman, ich verkacke den ganzen Tag heute gegen Schamanen. Heute wird so ein Tag, in dem ich den ganzen Tag, ich muss selber Schamanen spielen, damit ich gegen Schamanen Chance habe. Kloster ist raus. Oh, gegen Kloster ist Schamanen reicht sogar. Meint ihr, Rikis zu spielen ist besser? Genau, Rikis hilft auch unbedingt, das ist das Problem, ja. Weil entweder könnte ich jetzt Rikis versuchen zu spielen oder ich könnte hoffen, dass ich, wenn ich noch 4er Drainy reinstelle und ich mache den Timbersaw mega tanky, dass der Schaden einfach von meinen Goblins ausreicht, um durch die Schamanen durchzukommen. Ich frage mich, was besser wäre, welcher Try. Auf die Rikis gehen oder auf die Drainy versuchen zu gehen noch. Oder beides einfach keine Chance hat und es vollkommen egal ist. Wir gleiten hier vermutlich auf Drainy. Gut, ich könnte gleiten und Drainy versuchen. Vierer Warlock lohnt sich auch nicht wirklich, weil ich muss halt Schaden machen, bevor die sich alle. So viel Schaden wie möglich, bevor sie sich verwandeln machen. Sagen wir es mal so: Mit Drainy mache ich schneller am Anfang schon Schaden. Das heißt, wollen wir wirklich ihren anderen. Guck mal, jetzt aktuell habe ich sogar Chancen gegen ihn, oder? Es ist immer noch so, dass die irgendwann verschwinden, die Schamanen, dass die einen Cooldown haben, immer noch. Ja, guck mal, die haben Cooldown. Vielleicht über Cooldown, dass ich vielleicht über Cooldown rankomme. Ich meine, lange leben kann ich theoretisch. Dicke Quop. Mit Drainy holst du die Runde easy. Boah, das ist so ein frecher Call, der null stimmt. Der hat noch so viel Potenzial nach oben auch. Sind ja schon harte Bälle. Ich glaube nicht, dass Drainy so eindeutig damit gewinnt. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Finde ich nicht gut, dass du solche Dinge hier behauptest. Muss mal ein bisschen verteilen wenigstens. Snapfire noch auf 2 ist easy drin. Ich habe auch 15 Rose, muss man noch bedenken. Ich
Ausgleiten, ja. Ja, thanks. Versuche ich jetzt ein Legendary oder? Ich glaube schon. Tank ist es, was ich habe. War mal der auch Schaman? Es spielen die Runde drei Leute Schaman. Also Flohstar ist gestorben, der hat aber auch Schaman gehabt. Ja, sehe ich schon generell sehr oft aktuell. Out of sight. There's a price on all their heads. I'm the brains. And I'm born. Ja, erstmal so kurz. Ja, thanks. Jo, bis dann, Graphite, ciao, ciao. Hier viel Spaß auch noch. Schauerino. Die Runde, ich wusste, es ist schlecht gespielt. True. Ja, vielleicht bleibe ich sogar auf Vierer Warlock und Ricky einfach. Ohne Witz. Jetzt, wo ich auch noch den Ding habe. Den Nick mal dazu noch habe. Aber wir nehmen mal trotzdem den anderen auch noch mit gleich. Den hier. Also man könnte es auch darauf switchen. Zwei was drin dann. Bleibt mir auf Snap. Ja, aber Snap stirbt irgendwann. Ich habe bei den mal den Timber so mega OP. Scheiß mal auf die Attack Speed, aber dann habe ich alle 15 Sekunden habe ich wieder gleibt nur neu. Snapfire ist eh jetzt nicht so auf Attack Speed. Die Ult ist eh unabhängig von der Attack Speed. So viel bringt es glaube ich nicht. Und Dizzy besiegt den Schamanen, boy, ich sie hier, das ist nicht schlecht. Was für ein Prop? Keine Ahnung, was du meinst, dass du dir schon für Geschichten erzählst. Irgendwelche Props muss ich mir anhören. Props gehen raus. Sneaky, aren't I?
jetzt bin ich auch nicht lost. Heimtechnisch bleibt alles so, wie es ist. Außer wir könnten versuchen, nochmal hier gleich irgendwas auseinanderzubauen. Vier Elements rein und die Schamanen aus. Ich weiß nicht, ob vier Elements was gegen die Schamanen ausrichten können. Hat eigentlich eh alles instant auch von Verwandlung. Und dann. Sie müssten ja zu Nahkämpfern auch. Wobei, nee, bei vier Elements würde es vielleicht sogar gehen. Das wäre vielleicht gar nicht, die Idee ist gar nicht mal so kacke, ganz ehrlich. Doch die eine Drain gibt mir 4er Warlock-Buff. Das Warlock. Ich meine, die Idee ist witzig. So, was können wir mit Fate Banner jetzt noch machen? Mit Fate Banner kann ich ja gar nichts machen, oder? Noch so unsicher, das ist ätzend. Ich finde die Idee mit diesem Schamanen aussitzen, finde ich echt nicht so dumm. Ich bräuchte halt einen Razor dafür oder einen Tiny. Aber die Frage ist, ob es sich lohnt, dafür Ricky aufzugeben auch. Sechster Warlock mit Timber, so. So ist der Warlock Buff nicht. Aber ich kann eh nicht beide stellen. Mann, dieses Train ist auch das Falsche. Das ist aber spannend. Also spannend ist die Runde auf jeden Fall. Ich kann den Enigma doch nicht auf. Ich kann doch keinen Enigma 2 rausnehmen. Komm, wir tryen das mal eine Runde. Ich will mir das eine Runde mal anschauen. Dass wir es einfach mal gesehen haben, wenigstens. Ob es ein Ding wäre oder ob es komplett. Weil jetzt haben wir noch genug Leben auch einmal. Vielleicht ist es auch komplett uninteressant. Ich könnte trotzdem noch 4er Warlocks dazu gleich umswitchen dann. Aber ich kann halt keinen Ricky mehr spielen. Die andere Option wäre, dass ich 4er Warlocks. Na gut, 6er Warlocks wäre noch eine Option. Ich glaube, ich werde auf keinen Fall Drainy spielen, weil ich dafür nicht mal 2 rausnehmen müsste und das möchte ich nicht. Ja, doch, die viel HP ist der auch gut. Also Drainy hat sich auf jeden Fall erledigt. Entweder mache ich jetzt 6er Warlocks oder ich spiele es mit Ricky, spiele es mit Elements oder irgendwie mit Ricky und 4er Warlocks, keine Ahnung. Ah, die Elements sind schon mal nicht. Aber es ist gut zu wissen, dann können wir jetzt darauf. Von darauf weggehen quasi. Vierer Warlock, vierer Element, 6 Gorbos. Ah, bin ich mir halt nicht sicher. Ob der Ricky besser ist als. Ob die vierer Elements besser sind als der Ricky. Ich mache jetzt schon mal irgendwen safe, da wäre nochmal Warlock Zeugs. Okay, wir könnten noch eine Runde, könnten wir noch versuchen, ne? Mit 6er Warlocks zu spielen. Und danach müssen wir uns entscheiden, ob was wir gehen. So, noch einmal 6er Warlocks. Na gut, eigentlich brauche ich den jetzt auch nicht mehr, der ist auch nicht so gut.
Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann mit 6er Warlocks. Sechser Warlock gibt noch mehr Zeit. Ja, hoffen, dass Timber nicht stirbt und 6er Warlock. Ist alles despawned. Oder doppelt Ricky halt noch. Zwei Warlocks raus. Und doppelt Ricky Level 2 rein. Damit will ich am Anfang zumindest alles hexen. Ich meine, mit Doppel-Tricky 2 würde ich komplett das Gegnerfeld hexen. Wie viele Sekunden hätte ich dann mehr Zeit am Anfang, bis die sich verwandeln? Aber dann sind die auch später, fallen die sich halt wieder zurück später auch erst. Bis dahin habe ich nicht gut gekillt, glaube ich, dass sich das lohnt. Warte mal, fuck, das will ich auch noch haben. Ich weiß nicht, ob das Wurf ist. Ja, thanks. Bleib mir auf Dark Willow. Der hat komplett zerfetzt, der hat Zeus gespawnt auf 3. Okay. Schamanen sind einfach aktuell echt zu stark. Die haben ja auch, die haben halt auch, das Problem ist, die waren Midgame schon OP, obwohl das alles Level 1er war, noch haben sie schon alles zerlegt, das ist das Problem. Und natürlich hat man dann im Late Game, haben wir sie natürlich dann locker fertig bekommen. Crazy. Aber eine interessante Runde, 6er Goblin, 6er Warlocks. Dieses Dizzy Dwarf kommt, die war interessant auch. An die Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like für diese wundervolle, wundervolle Runde trotzdem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut's rein.